Weil dann ist der, also mein Händler sagte, wofür hast du dir das Fully gekauft? Also der Monteur sagte, diese Fullies, die sind total anfällig, weil die ja sehr viele Gelenke haben. Und dann habe ich gedacht, der spinnt. Aber ich habe jetzt schon das zweite Mal alle Lager austauschen dürfen. Und das ist, ja. Die haben zwar einen schönen Federweg, aber wenn du eine gute, du hast ja da eine Federung in der Sattelstütze, sagte er, das reicht voll und ganz. Ja, das ist genau wie ein Fully. Dann, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So, wir fahren jetzt mal nach St. Joost. Das sind 6 Kilometer und von da aus fahren wir dann auf die Wacholderheide. Da ist es sehr, sehr schön. Sehr gut. Wir sind jetzt im Litztal. Ich habe jetzt im Moment volle Kanne. Wie ist das Verhältnis jetzt für dich, so vom Feeling, so vom Lenker und allem? Ist das okay? Ja, ist alles okay. Weil das hatte, ich habe den Lenker wieder runter machen lassen, den hatte ich höher, aber der war dadurch kaum sicher lenkbar. Und da habe ich mich ja abends mal so an der Wied auf die Fresse gelegt. Also da hatte ich also richtig Blessuren, weil das einfach, der war so zitterig, der Lenker. Und dann habe ich gesagt, nee, bau das wieder zurück. Ich will den lieber ein bisschen gebückt fahren. Aber dann ist die Kraft, weißt du, wenn du so gebückt bist, ist die Kraft ja auf dem Vorderrad auch. Und wenn du den so hoch hast, dann hast du wie so, ich hatte mal ein Motorrad umbauen lassen mit so einem hohen Lenker. Habe ich teuer bezahlt und direkt wieder abbauen lassen. Absolut unsicheres Fahren. Weißt du, die sitzen ja immer so einen auf Easy Rider. Habe ich auch gedacht, mache ich auch mal einen drauf. Ja, das ist okay. Aber das Motorrad war einfach für mich kein Motorrad mehr. Das ist kein Handling. Ja, das ist schön. Also auf meinem Liegerrad. Rennrad. Da habe ich auch einen hohen. Die Hörnchen. Das ist sehr angenehm. Ja, du musst ja im Fahrrad soll. Also hier, das ist jetzt komplett. Ich habe hier eine kleine Verlängerung am Lenker. Ja. Aber das ist jetzt komplett auf meinen Körper zugeschnitten. Also hier kann ich Augen zumachen. Ich kriege das Fahrrad die Gefühle voll, wie das sich verhält und so. Das habe ich im Griff. Und dann finde ich, das ist wichtig, wenn man so liest. Zumal wenn man so Wege fährt, wie ich die meistens bevorzuge, die so ein bisschen uneben sind. Und da muss ich schon auf die Technik verlassen können. Ja. Wie gesagt, solche Dinge fahre ich ja normalerweise im Fahrradfahren nicht. Da meine ich mir. Da muss ich eben ein bisschen die Kurve fahren. Oder halt Geländefahrrad, ohne Motor, was auch immer, auf jeden Fall Geländefahrrad. Ja, ja. Brauchst ja auch die breiteren Reifen und das alles. Reifen brauchst du vorne. Und das Schöne ist, ich habe ja seit dieser Tour Lahn, wo ich diesen blöden Platten hatte, habe ich mir direkt Flickzeug gekauft und meine Luftpumpe habe ich jetzt dabei. Also wenn uns was passiert, habe ich das jetzt dabei. Ich habe es nicht, weil ich lange keinen Platten mehr hatte, wegen der angeblich unplattbaren Reifen. Ja, jetzt ich auch. Ja, das ist echt platt. Ja, wir haben sie auch geholfen, sonst hätte ich da hier gestanden.
rechts. Bitte? Stück wegtrampeln. Ich muss aber aufpassen, dass mir keiner entgegenkommt. Ja, es gibt ja hier auch welche, die keine Rücksicht nehmen. Da kommt schon so weit an die Floh. Jetzt schalt ruhig einen hoch. Es gibt hier nicht viele Steigungen, aber ein bisschen schon. So interessant, wie die Nitz sich um diesen Felsen. Und hier haben sie den dann geöffnet, den Felsen. Die kannst du bis zum Schluss voll Power haben die. Ja. Die machen keine Abweichung. Sind ja auch, wie gesagt, hier sind ja die ganz neuen Zellen drin in dem 57er, die ja wirklich vom Gefühl her das Doppelte leisten, also 500 plus 500. Okay. Ja. Also das ist der Hammer. Also wo ich... Ja. Also habe ich noch 20 reduziert, damit ich sie. Ja, und dann war ich relativ kurz vor dem Ziel.
vielleicht noch 25 Kilometer. Da waren noch ein paar Berge dazwischen. Das ist dann schlecht. Und dann habe ich halt wunderbar. Und dann war der letzte Berg, wo das Hotel auch direkt da oben auf dem Gipfel. 1,4 Kilometer bergauf. Teilweise 2,5. Kurz schieben. Da war die Batterie leer. Hast du also auf 50 umgestellt. Da kam ich dann so noch hoch. Aber hat mich dann auch ein bisschen gestört. Ja, wo ich dann hier diesen Akku neu bekam, jetzt vor ein paar Wochen, dann hieß es, du musst den am Anfang die 1, 2, 3 Mal komplett leer fahren, damit er sich das merkt. Und dann habe ich dann am ersten, natürlich war ich total geil auf das Fahrrad und das Fahren. Hallo. Und habe dann eine Tour gemacht. Eine große Tour, eine sehr große Tour. Und dann kam ich in die Nähe, in unsere Nähe. Und dann hatte der noch ein Drittel Balken. Da habe ich gedacht, naja, dann fährst du die 400 Höhenmeter. Dann kriegst du das schon weg. Dann bin ich die 400 Höhenmeter gefahren, da von uns aus den steilsten Hang. Da war ich oben. War noch nichts weg. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann habe ich eine riesige Runde in Walbachtal gemacht und damit würde ich das immer machen mit dem 500. Da würde ich sagen, ich habe jetzt noch 3 Balken, dann mache ich jetzt keine große Tour. Ich konnte noch eine riesen Tour dranhängen, bis ich selber fertig war. Und dann habe ich endlich geschafft, dass das Ding mal leer war. Also das ist schon, mehr braucht man nicht. Also mein Bruder hat jetzt sich so ein Fahrrad geholt, der hat 2 Akkus da drin. Der hat glaube ich 1300 oder 1400 WH. Und weil er 2 Akkus im Rahmen hat. Das ist von Kalkoff glaube ich. Und ja. Aber die sind auch schweineteuer, ne? Ja, das kostet bestimmt 4.000, 5.000 Euro. Ja, mehr. Und, aber er fährt gar nicht so viel. Also der wird niemals einen der Akkus leer fahren, so ungefähr. Aber das sind wie die SUV-Leute, die fahren damit das Kind in die Schule. Schon schön hier, ne? Hier bin ich mal abends, weil hier ist ein sehr nettes Lokal an so einem alten Erzbergwerk. Sehr nette Leute. Und da war ich ja abends, ich war früher oft hier, wo ich noch in Andernach mehr war. Und dann bin ich hier so von denen weg, war schon leicht am Dämmern, war schon so die Abendstunde kam, und dann hörte ich neben mir das Laub, wie das sich, also da lief jemand neben mir her, und da habe ich nach rechts geguckt, hatte ich eine dicke Sau, die lief neben mir her, und dann habe ich gedacht, boah. Und dann ist die Sau eine lange Strecke neben mir hergerannt, und dann ist sie auf einmal vor mein Fahrrad gesprungen. Und dann in die Nitz da rein und auf der anderen Seite den Berg hoch. Da hast du aber nur gesehen, was da eine Power. Ja, Wahnsinn, ne? Und mein Opa, der hat mir immer gesagt, wenn Wildschweine kommen, musst du dich auf den Baum retten. Ja. Wildschweine. Ah, hinter uns kommt einer.
Gerolstein zum Golfpark. Wolfspark, ja, ja, kenne ich. Ja, ja, kenne ich, ja, der Burg. Da habe ich den Tierflieger gesehen, der könnte euch erfolgen, ne? Wie das denn wäre, ob die gefährlich wäre. Schon alle auf meinen Gefahren, die wäre geistig. Ja, das sind Wölfe, die sich an Menschen gewöhnt haben. Ja, die schnitzen dich ja direkt an den Beinen auf. Ja. Also wenn sie dich kriegen, wissen die ganz genau, wie sie dir die Arterien in den Beinen komplett aufreißen. Und da haben die so viel Kraft. Ja. Kannst du nur flüchten. Und bei den Wölfen ist es so, da habe ich mich auch erkundigt, weil bei mir, bei uns oben in den Wäldern sind Wölfe. Ja. Da ist mir mal ein Jogger entgegengekommen, als ich am Balsbach von Arienheller die 400 Höhenmeter fuhr. War so auf der Hälfte, kam mir ein Jogger entgegen und er sagte, fahren Sie nicht weiter. Da oben sind viele Wölfe. Und da habe ich gedacht, scheiße, jetzt hänge ich hier im Wald, hinter dem Berg wohne ich. Wo soll ich denn jetzt herfahren? Alles zurück? Ah, nee, habe ich gesagt, ich fahre weiter. Hab dann gesummelt und geklingelt. Da waren sie irritiert. Also normalerweise hauen die ab und du musst dich groß machen. Mach mal, bei mir. Und hier ist jetzt irgendwas im Argen. Der wird auf einmal keine Leistung. Kein Scheiß mehr. Er lässt sie auch nicht schalten. Jetzt habe ich natürlich keine Schlüssel dabei, die liegen im. Jetzt hat er wieder. Warte mal, das ist schon wieder. Mach ich nochmal aus. Hallo. Ugh.
keine Unterstützung mehr hat. Aber jetzt? Nee, nur ganz schwach. Ja, ich hoffe, dass er sich fängt. Keine Kraft. So, ich mach mal Akku ganz aus. Nee, da kann ich. Ich habe meine Schlüssel im Auto. Bremse wieder. Das ist nicht in Ordnung. Scheiße. Ist das die Werkstatt auch schon zu? Nee, wir haben heute Freitag, ne? Heute ist Samstag. Ja, stimmt, ja, gestern war kein Freitag. Schlüssel dabei hat. Könnte sein, wenn man die Batterie einmal rausnimmt, dass sie dann, weil die Batterie ist voll. Wir haben Kontaktprobleme. Gleich, ja. Ich gehe mal hier an die Kapelle. Hier ist ein Wallfahrtsort und der heißt, ich glaube, Jakobus. Das ist eine sehr spartanische Kapelle. Kommen die Pilger die. Ja. Ich muss jetzt die Kerze anmachen und beten wird der
ich habe auch bezahlt. Das ist neu, das Kleiden. Das kenne ich noch nicht. Bitte, lass uns die Tour weitermachen. Lass uns die Tour weiterfahren. Normal wird einfach 100, das ist alles normal. Wenn das funktioniert, ist es gut. Wenn nicht, ist es noch nicht dramatisch. Dann müsste man noch mal ein Auto. Kann sein, dass man den Akku mal rausnehmen. Das ist bei der Katja auch schon oft passiert. Dann haben wir den rausgenommen und wieder rein und noch mal raus, noch mal rein und dann ging er wieder. Das ist aber noch nie passiert. Das ist ja neu, das Ding. Jetzt fahren wir erstmal an die Quelle für die Augen. Eine keltische Quelle ist hier. Das Wasser soll dir eine, die für die Augen sehr gut sein. Ja. Jetzt ist er wieder aus. Das ist doch nicht so ein Scheiß. Schon wieder aus. Scheiße. Ja. Aber was ich auch mal machen kann. Hat auch schon gewirkt. Nee. Hier ist alles geweiht. Jodokus. Jodokusbrunnen.
Jetzt tun wir meine Augen mal. Wasser trinken. Wir haben schon öfter so eine Flasche gefüllt. Frisches. Aber das kälte Schabonen habe ich mal gehört. Ich meine, die Kirche sich überall drauf gesetzt hat, das ist ja klar. Ja. Auch die Menschen wollen diesen ganzen CO2-Schwachsinn. Da sind die auch dagegen. Die sind. Richtig. Ja. Ja, hast recht. Ja, da ist immer eine kleine Wahrheit in diesen Sachen. Die können immer sagen, wir haben es doch gesagt. Ja, genau so. Lenken, die kennen ihre Schafe sehr gut. Ja, da war ja dieses Angstprogramm bei Corona. Musste Menschen Angst machen, dann lassen sie sich alles aufbinden. Hat das noch zu? Mal gerade gucken. Gibt nichts zu essen. Viel Spaß. Hier geht's jetzt zur Wacholderheide hoch. Aber da komme ich nicht hoch hier mit. Ja.
meinst du? Habe ich jetzt so nicht verstanden. Ja, ich so ein Parkplatz. Dass man den Wagen reinfährt. Hier kannst du nicht fahren, das sind Schranken. Ne, die kommen von oben, von Kirchwald, aus der Ecke. Wir können, wenn das jetzt... Im Moment gibt es ein bisschen Unterstützung, aber eben halt nicht normal. Also das Beste wäre, wenn wir den Schlüssel haben, der ist ja im Auto, dass ich ihn mal rausnehme. Und wenn es dann wirklich nicht geht, dann fahren wir leider zurück, weil ich habe da ja einen Ersatzakku. Ja, fahren wir dann halt bei uns noch. Ja. Was ich jetzt hier frage, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass der jetzt schon den Geist aufgibt. Ich glaube eher, dass... Kontakt. Ja, ich denke das auch. Ich hatte das ja mal, da habe ich eine Tour gemacht von Andernach nach Straßburg. Da wollte ich bis Basel eigentlich. Und dann in Straßburg bin ich in ein dickes Gewitter reingekommen. Also richtig ein schönes Gewitter. Und auf einmal fuhr mein... Ich hatte auch einen Ersatzakku dabei. Auf einmal ging da gar nichts mehr. Und da habe ich die Akkus getauscht. Ging auch nicht. Ja, Verzweiflung. Bin ich in Zug. Fahrrad zum Zug geschoben. Und dann nach Hause. War ich Salzauer. Da war ich in der Werkstatt. Und dann sagte der Viktor, der beste Schrauber aller Schrauber. Ja, du hast eine... Defekt am Kabel und da hast du einen Funkenflug gehabt. Ich habe das Kabel jetzt ausgetauscht, kann das immer passieren.
Mir fällt gerade ein Telefonat ein. Wolfgang, mir fällt gerade ein Telefonat ein. Ich habe ja, als ich den Akku neu bekam, wollte ich den laden, dann sprangen dann die Idioten immer hin und her, der lud nicht. Und da habe ich ja mit denen telefoniert. Und da hat er ja gesagt, machen Sie so, Reset, lange, lange drücken. Da mache ich jetzt gleich auf Auto. Und dann fängt er sich selber wieder, sagt er. Hat aber da nicht geklappt, weil da war was kaputt. Hier ist ja jetzt nichts kaputt. Neuwied eine Stunde, aber ist alles Radweg. Aber fährt nicht. Sie hat kein Fahrrad gemietet, wollte sie erst. Sagte, ihr habt
Bahnsteig. Gar nichts. Ja. Das ist in Montenegro leider auch so. Die Vögelchen freuen sich des Lebens. Ja.